Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr in meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder ein Grillrezept und zwar eine Beilage. Ich zeige euch heute ein Krautsalatrezept und zwar, jeder von euch kennt doch bestimmt, das ist jetzt unbezahlte Werbung, KFC, Kentucky Fried Chicken. Und die haben einen mega guten Krautsalat und so einen Krautsalat machen wir heute gemeinsam. Los geht's! Wir brauchen so gut ein Kilo Weißkohl oder Krautskopf, so wie wir in Franken sagen. Dann eine große Karotte, es langt vollkommen, und eine mittelgroße Zwiebel. Für die Marinade brauchen wir 50 Gramm Zucker, einen Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, einen halben Teelöffel Paprikapulver, 70 Milliliter Milch, 150 Gramm Mayonnaise, 80 Milliliter Buttermilch, 2 bis 3 Esslöffel Weißweinessig und den Saft einer halben Bio-Zitrone. Ich werde mein Gemüse mit der Trommel von der KitchenAid schneiden. Und zwar habe ich hier die Birkertrommel. Die ist geeignet für sämtliche Rohkostsalate. Also die schneidet wirklich sehr fein. Das ist bei dem KFC-Grausalat auch wichtig, denn der ist wirklich sehr, sehr klein geschnitten. Und da ist diese Trommel perfekt dazu. Ja, die gebe ich hier jetzt in meinen Aufsatz hinein. Natürlich auch den Schutz drauf tun, damit nichts passiert. Dann hat unsere KitchenAid da vorne so ein Loch. Da steckt man das dann drauf. Und auf der Seite von der KitchenAid ist ja so eine schwarze Schraube. Und die ist dazu, also die ist eigentlich gedacht dafür, um diese Aufsätze festzuschrauben. Das müssen wir natürlich machen, damit uns der Aufsatz nicht runterrutscht. So, sitzt alles fest. Und läuft. Ja, und dann geht es weiter mit dem Gemüse. Die Karotte habe ich geschält und den Anfang und das Ende ein bisschen abgeschnitten. Ich musste jetzt so schneiden, dass sie in den Behälter von meinem Aufsatz passt. Dann geht es weiter mit der Zwiebel. Die habe ich geachtelt, so dass er auch ebenfalls schön reinpasst. Solltet ihr mit der Hand schneiden, müsst ihr sie wirklich, also die Zwiebel auch in Scheiben schneiden, aber so dünn wie es geht. Und ebenfalls das auch mit der Karotte. Dann geht es an den Krautskopf. Ha, ich mag das ja gar nicht, die Dinger da zu schneiden. Ich stelle mich hier auch gerade ein bisschen an. Aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Der wird halbiert mit Mühe und Not. Und den Strunk müssen wir natürlich auch wegmachen. Da schneide ich immer einfach so leicht schräg hinein und zupfe ihn dann raus. So kann man das sagen. Und dann muss man den auch sehr, ich sage jetzt mal, sehr klein schneiden, damit er in den Trichter hineinpasst von der KitchenAid. Ja, und das macht man mit dem ganzen Krautskopf. Dann legen wir los. Die Maschine machen wir an und ich habe angefangen zuerst das Weißkraut klein zu raspeln. Und dazu gebe ich einfach ein paar Stückchen in den Behälter oben rein. Nicht zu viel, weil sonst tut sich die KitchenAid schon schwer. Und dann einfach mit diesem, ach Gott, wie nennt man das? Ja, man drückt es halt mit dem Teil nach unten und so kann dann die KitchenAid ohne weiteres den Weißkohl klein raspeln. Und wie ihr hier seht, richtig schön klein. Ja, als nächstes kommt dann die Karotte. Wie man hier sieht, kommt auch wunderbar heraus. Also genau so möchte ich es haben. Das sind wirklich Rohkostraspeln. Also das finde ich total genial. Hier mal so ein Zwischenstand, wie es ausschaut. Also so ein Krautskopf, der gibt schon ziemlich viel her. Und dieses Rezept ist auch für 6 bis 8 Personen. Ja, zu guter Letzt fehlt noch die Zwiebel. Und die kommt ebenfalls damit hinein und wird auch fein geraspelt. Und das schafft diese Trommel ohne weiteres. Und hier kommt sie, die Zwiebel. Sieht man ganz gut. So sieht dann der fertige Salat aus. Es ist eine richtig große Schüssel voll und wie ihr hier seht, eine einzige Karotte, die wo wirklich groß ist, langt für den kompletten Krautskopf. Den Salat verrühre ich kurz und dann kommt er erstmal zur Seite und weiter geht es mit der Marinade.
Für die Marinade brauche ich eine Schüssel, da kommt jetzt der Zucker hinein, das Salz, der Pfeffer, die Milch und das wird mal kurz miteinander verrührt, so dass sich der Zucker ein bisschen auflösen kann. Dann geht es weiter mit der Buttermilch. Dann kommt der Essig. Das Paprikapulver. Die Mayonnaise. Das Ganze wird nochmal verrührt. Und zwar so lange, bis es richtig schön miteinander verbunden ist, also dass wir eine glatte Masse haben. Dann darf natürlich der Zitronensaft nicht fehlen. Nochmal kurz umrühren. Abschmecken. Es kann nämlich sein, dass er vielleicht noch das ein oder andere bisschen mehr braucht. Das seht ihr dann selber. Und dann brauchen wir unseren Salat wieder. Da kommt dann die Marinade darüber. Das Ganze wird gut miteinander vermengt. Und dann müsst ihr ihn gut zudecken, also am besten mit einer Frischhaltefolie. Und der muss jetzt für mindestens 8 Stunden in den Kühlschrank. Noch besser sind aber 15. Je länger er zieht, umso besser schmeckt er. Und so sieht er dann fertig aus. Den dann nochmal kurz durchrühren. Also ich würde ihn eine Stunde, bevor ihr ihn verzehren möchtet, aus dem Kühlschrank raustun. Ja, ich habe ihn dann noch umgefüllt in eine andere Schüssel, damit es einfach schöner ausschaut und ich ihn besser servieren kann. Also auf 2 Schüsseln aufgeteilt. Und unser Salat ist fertig. Und ich bin so fasziniert von diesem Rezept, denn ich kenne den KFC-Krautsalat. Ich esse den eigentlich immer, wenn ich mal dort bin, das wo wirklich sehr, sehr wenig vorkommt. Und der schmeckt fast genauso. Also der ist richtig gut getroffen. Und ich kann ihn zum Grillen wirklich empfehlen. Also der passt wunderbar zu einem Grillfest oder wenn er privat grillt. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss!